Bankautomaten, Rolltreppen, alles steht still. Selbst Krankenhäuser und soziale Einrichtungen können auf der Krim nur noch notdürftig versorgt werden. 70% des Stroms für die von Russland besetzte Halbinsel ging bislang durch Leitungen auf dem ukrainischen Festland, bis Unbekannte am Wochenende mehrere Strommasten sprengten. Dort hängt jetzt die Fahne der Krim-Tataren. Doch Vertreter dieser muslimischen Minderheit in Kiew wollen mit dem Anschlag nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, wer für diese Sprengungen verantwortlich ist. Das soll jetzt der ukrainische Geheimdienst untersuchen. Dann können wir weiterreden. Ich kann sagen, dass die Gemeinschaft der Krim-Tataren mit diesem Anschlag nichts zu tun hat. Allerdings protestieren die Tataren schon seit dem Sommer mit Straßenblockaden dagegen, dass ihre alte Heimat weiter vom ukrainischen Festland mit Waren versorgt wird. Das empfinden sie als Verrat. Viele sind aus Furcht vor russischer Repression geflüchtet. Die auf der Krim verbliebenen Tataren werden von den russischen Behörden drangsaliert. Zuletzt ließ Moskau den Fernsehsender der Minderheit dicht machen. Einerseits ist der Stromausfall wirklich schlecht. Meine Eltern wohnen dort. Doch sie und viele meiner Verwandten befürworten solche Sabotageaktionen. Ich als Menschenrechtlerin bin natürlich dagegen, doch irgendwie verstehe ich sie auch. Doch der internationale Protest ist groß und auf der Krim müssen sich die Menschen auf eine längere Zeit ohne stabile Stromversorgung einstellen. Experten schätzen, die Reparaturarbeiten könnten bis zu 2 Wochen dauern. Die Regierung hier in Kiew hat jetzt angekündigt, dass es künftig keine Warenlieferungen mehr auf die Krim geben soll. Die Spaltung zwischen der russisch besetzten Halbinsel und dem Festland wird dadurch aber auch tiefer.